Ja, dann herzlich willkommen zum Vortrag heute Nachmittag. Ich hoffe, ihr hattet schon einen schönen Vormittag hier. Jetzt geht es um Strom- und Energiefresser, wie man die erkennen kann, von Flo und Justus. Die beiden sind aus München her angereist, studieren Elektrotechnik und erzählen euch jetzt was zu diesem wichtigen und spannenden Thema. Viel Spaß. Dann erzählen wir euch verschiedene Methoden, wie man erkennt, wo in seinem Haus oder in seiner Wohnung oder wo auch immer genau gerade viel Energie den Bach runtergeht. Wobei natürlich Verschwendung oder Verbrennung und so immer in Anführungszeichen zu setzen ist, weil am Ende wird ja alles nur umgewandelt. Sehen wir auch gleich, ich will nur jetzt nicht jedes Mal meine Hände hochhalten. Dann gehen wir weiter dazu, was kann man denn dann tun, um das ein bisschen zu verändern, dieses Problem, und werden dann auch noch ein bisschen zum Thema Energiegenerierung mit PV-Anlagen reden und dann nochmal so eine abschließende Bewertung geben mit ein paar Tipps, worauf man dann im Detail achten kann. Und dann freuen wir uns auf viele Fragen und ich fange jetzt direkt an mit den Grundlagen. So, Energie. Wir werden uns größtenteils auf elektrische Energie fokussieren in diesem Vortrag. Wir werden aber auch andere Energieformen kurz anschneiden. Wir haben euch hier einfach mal so ein Diagramm mitgebracht, wie Energie und Leistung in Relation sind. Das ist ja gerade mit den Einheiten im Volksmund oft ein riesiges Problem, dass man die vermischt. Die Einheit von Leistung ist üblicherweise Watt oder Kilowatt. Und wenn man Leistung über Zeit integriert, dann hier eben die Fläche unterm Graphen, kommt man auf eine Energie. Und in so der Haushaltsstromverbrauch und so weiter Technik redet man da üblicherweise von Wattstunden, Kilowattstunden und so weiter. Und manchmal gibt man auch durchschnittliche Leistungen über Energie pro ein ganzes Jahr zum Beispiel an, also dann Kilowattstunden pro Jahr oder Kilowattstunden am Tag. Wenn man dann so ein Haus oder so eine Wohnung mal hat, wir werden uns jetzt mal nur auf Haushalte fokussieren, weil das euch alle vermutlich am meisten betrifft. Energie kommt auf verschiedenen Wegen in das Haus rein. Man hat Strom, Gas, Heizöl, Holz, je nachdem, weil man braucht ja Wärme zum Heizen und eben Strom für alles mögliche andere. Und der zweite Satz der Thermodynamik, ich hoffe, das ist der richtige, ich bin mir nicht sicher, sagt uns ja, dass ultimativ alle Energieformen immer in Wärme enden und irgendwann kommt die dann auch wieder aus dem Haus raus und ja, das ist dann auch immer das, was man als Verschwenden sieht, sage ich mal. Genau, theoretisch kann man sich auch im Haus Wärme direkt zuführen als Fernwärme, aber wir reden jetzt mal nur hauptsächlich eben über Strom. Und ein bisschen mehr Detail seht ihr gleich. Gut, dann schauen wir auf ein Haus oder eine Wohnung, wie es im Winter so ausschaut. Wir sehen links oben ein paar Energieträger, zum Beispiel Gas, Öl, Holz, wo es in die Heizung übergeht. Die Heizung gibt ihre Energie dann an das Haus ab und heizt damit die Bude. Wir haben aber noch andere Energieträger, die am Ende die Energie als Wärme im Haus abgeben. Denn wie wir gerade gehört haben, alle oder so ziemlich alle, alles an Strom, was ins Haus reingeht, wird dort auch wieder als Wärme am Ende umgewandelt. Und ultimativ geben wir, vor allem im Winter, das Ganze wieder als Wärme in die Umgebung ab. Im Sommer schaut die Lage jetzt ein bisschen anders aus. Ich habe uns hier mal den Luxus gegönnt und eine Klimaanlage eingebaut. Die Heizung existiert weiterhin. Ich möchte vielleicht immer noch warm duschen, aber das Haus muss ich jetzt nicht mehr wirklich heizen.
Aber was sich jetzt geändert hat, ist der Strom, der meine Geräte, meine Waschmaschine, mein PC, meine 84 Server, mein Licht versorgt. Diese ganze Abwärme, die möchte ich eigentlich gar nicht. Denn es ist Sommer und wie man hier rechts auch sieht, auch die Sonne, auch die heiße Umgebung trägt Energie in mein Haus. Deswegen sitzt hier unten noch das Klimagerät, das dann zusätzlich zu der ganzen Abwärme, die Wärme von außen zugeführt wurde, das alles wieder abführen muss. Braucht damit wieder Energie und führt die Wärme dann am Schluss nach außen ab. Also sieht man, vorher hat uns der große Server im Keller geholfen, das Haus ein bisschen wärmer zu halten und zack ist es Sommer, schon stört die ganze Sache uns. Na, jetzt haben wir viel über Haushalte geredet. Wie viel macht denn das eigentlich aus? Also die Haushalte, sehen wir hier links unten im Bild, das sind Daten von 2020, war Covid schon ganz am Werk. Da sehen wir, dass die Haushalte circa ein Viertel unseres Strombedarfs ausmachen, ähnlich viel wie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Und der rechts, der dicke Block, das ist die Industrie, vor allem Bergbau und verarbeitendes Gewerbe. Bei der Industrie ist es auch wichtig zu wissen, dass sehr viel der Energie, die dort umgesetzt wird, eigentlich nur dafür verwendet wird, um Sachen heiß zu machen. Also wir haben ja vorher darüber geredet, dass ich mein PC mit Energie versorge, meine Waschmaschine, da habe ich ja einen anderen Nutzen, das zwar am Schluss auch in Energie, in Hitze übergeht, aber dazwischen noch was macht. In der Industrie ist sehr häufig dann direkt die Nutzung der Hitze. Aber wir beschränken uns jetzt für heute nur auf die Haushalte. Industrie ist ein bisschen größeres Thema. Dann schauen wir uns mal an, was mit der Energie so passiert, wenn wir sie nutzen. Genau, im größeren Detail fragt man sich jetzt natürlich, wo genau geht Energie verloren? Und das tut sie immer dann, wenn sie an irgendeiner Stelle in Wärme umgewandelt wird, wo man sie eigentlich gerade nicht als Wärme haben will. Wenn man sich jetzt mal als beispielhaftes typisches Haushaltsgerät des Bastlers Lieblingskind einen RGB-LED-Strip, wie im letzten Talk gezeigt, anschaut, dann hat man erstmal die 230 Volt AC Strom, die kommen ins Haus und gehen da aus der Steckdose dann in ein Netzteil. Dieser erste Pfeil davon links ist im Prinzip ein Netzteil. Und so ein Netzteil hat je nachdem, was es für ein Netzteil ist, wie es aufgebaut ist und so weiter, an verschiedensten Stellen Verluste. Das kann im Trafo sein, in den ICs beim Schalten und so weiter. Da gibt es auch diverse Fortschritte mit Galliumnitrid und so weiter. Und irgendwann geht da eben ein großer Teil in Wärme weg. Das hängt auch ganz stark davon ab, wie viel Leistung gerade durch dieses Netzteil durchfließt. Wenn man sich jetzt mal nur den Teil bis zum Netzteil vorstellt, also nur den ersten Pfeil und die 12 Volt abschaltet, selbst dann braucht ein Netzteil ja noch einiges an Standby-Verbrauch. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Zertifizierungen für die Effizienz von Netzteilen bei Servern, was sicher für euch ein interessantes Thema ist. Und generell Computernetzteilen gibt es ja diese 80-Plus-Zertifizierung zum Beispiel. So, jetzt haben wir 12 Volt DC, aber das geht ja immer noch nicht direkt in das Nutzen vom Licht, sondern da ist erstmal noch eine Ansteuerung dazwischen. Auch die hat wieder diverse Schaltverluste oder gerade bei Audio noch analoge Verluste und sonstiges. Da geht auch wieder ein Teil in Abwärme weg. Und irgendwann ist man dann in der Energieform angekommen, die man eigentlich haben will. Das ist das Licht. Ja, da ist noch natürlich dazwischen die LED. Da von dem Strom, der in die LED selber geht, landen natürlich auch nur ungefähr 30% in Licht. Der Rest ist wieder Wärme. Ja, und dann ist man bei der Energieform, die man haben will. Und wenn man die Energie oder Leistung, die da übrig bleibt, durch die, die ganz am Anfang reingeht, teilt, dann hat man den Kettenwirkungsgrad. Aber ultimativ wird natürlich auch das Licht irgendwann zur Wärme. Also selbst bei der Energie, die einem was bringt, einzusparen, bringt einem am Ende immer noch was. Ja, soweit ein bisschen die Grundlagen. Und jetzt ein paar Infos dazu, wie findet man denn eigentlich raus, wie viel Energie verbrauche ich so und wo genau. Da gibt es diverseste Methoden, um das rauszufinden. Die können unterschiedlich kompliziert sein, unterschiedlich viel kosten. Wir zeigen euch sogar auch sehr primitive und günstige Methoden.
als den einfachsten, einen der kostengünstigsten und wahrscheinlich auch das, was euch als erstes einfällt, Methode gibt es so ein Energiemessgerät zum Zwischenstecken. Da seht ihr hier ein kleines Foto, die Steckdosenleiste erkennt vielleicht der eine oder andere. Und das funktioniert so, man steckt in die Steckdose statt dem Verbrauchergerät dieses Energiemessgerät Zwischensteckerteil ein und steckt dann in dieses Gerät den eigentlichen Verbraucher. Die funktionieren dann innen auf verschiedenste Messmethoden, sind aber simpel und günstig. Die größten Nachteile davon sind, dass man fest eingebaute Geräte nicht mit abdecken kann, zum Beispiel sowas wie ein Einbau-E-Herd oder einen blöd verbauten Kühlschrank. Den kann man damit natürlich nicht messen, weil man nicht an den Stecker drankommt. Und somit kann man dann auch leicht Geräte übersehen im Gesamtverbrauch. Aber dazu kommen wir nachher noch, wie man es lösen kann. Ein ganz wichtiger Punkt, der bei diesen Geräten zu beachten ist, ist, dass viele von denen nicht so ganz genau in der Messung sind. CT hat da mal einen sehr guten Vergleichstest dazu gemacht. Also wenn ihr euch sowas zulegt, schaut euch davor unabhängige Tests davon an, wie präzise das ist. Und im Konkreten ist ein hohes Problem, dass die oftmals ganz viel Scheinleistung messen. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei so einem vollen Bierglas. Da ist ganz viel Schaum drin, oben am Ende. Und was man wissen will, ist, wie viel Energie wird verbraucht. Und fast alle Energie ist natürlich in diesem Bier selber. Jetzt ist es aber so, gerade wenn ein PC-Netzteil eigentlich ausgeschaltet ist oder je nachdem, wie viel Leistung das liefern kann, es ist ganz oft so, bei geringen Standby-Verbräuchen, dass dieses ganze Glas man sich fast nur voll Schaum vorstellen muss. Und wenn ich dann ein billiges Messgerät habe, das die Füllhöhe des Glases misst, dann messe ich auf einmal 20 Watt für meinen PC, der eigentlich nur ein halbes Watt zieht und kommt zu völlig falschen Schlüssen. Gut. Man kann es aber auch noch deutlich komplizierter machen. Ja, wir wären ja nicht hier, wenn wir nicht auch komplizierte Lösungen haben wollen. Eine davon ist das Ganze zum Beispiel induktiv zu messen. Wir haben hier auf der linken Seite eine Strommesszange. Die funktioniert im Endeffekt so, dass ich Leiter umschließe und dann den Strom messen kann. Wenn ich das kombiniere, wie rechts zugegebenermaßen ein bisschen versteckt, aber unterhalb der Klemmen sind dort die Zangen. Und wenn die noch mit direkten Leitungen verbunden sind, kann ich auch über diesen Weg sehr gut die Wirkleistung rausrechnen, was ich eigentlich möchte. Der Vorteil bei dem ist, es deckt alle Geräte ab, je nachdem, wo man es einbaut natürlich. Dieser Einbau war zum Beispiel direkt über dem Zähler. Das bedeutet, alles, was über den Zähler läuft, läuft auch über meine induktive Messung. Ich kann da Alternativaufbauten machen, ich kann einzelne Räume, einzelne Sicherungskreise messen, wie ich das auch immer möchte. Dabei sei gesagt, Vorsicht, ihr arbeitet hier an gefährlichen Bauteilen, also das sollten nur Leute machen, die Fachkenntnis haben und das auch dürfen. Wir haben eine gute Community, wir kennen viele Elektrikerinnen und Elektriker. Lasst es lieber die Leute erledigen, bevor sie euch selber da irgendwie wehtut. Der Nachteil liegt auf der Hand. Der Einbau ist ein bisschen schwerer bei sowas. Und so ein Gerät, das mir die ganzen Daten ausgibt, die gibt es. Aber für unter 100 Euro wird man da eher nicht fündig. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wir alle haben einen Stromzähler, weil mindestens unser Energieversorger hat das Interesse, uns die Rechnung zu stellen. Die normalen Zähler messen eigentlich immer den Gesamtverbrauch über die Zeit. Das ist auch, was ich am Ende auf der Rechnung habe. Und wenn ich Wege finde, diese auszulesen, dann habe ich genau die gleichen Daten, die auch mein Energieversorger nutzt, um mir dann die Rechnung zu stellen. Das Gute ist, ich kann dieses Prinzip auch für andere Sachen nutzen. Wenn ich analog was auslese, zum Beispiel bei dem Rechten, bei Gas, Wasser oder bei Wärmezählern geht das oft sehr ähnlich. Negativ ist hier, dass ich hier nur eine Summe sehe. Das bedeutet, ich kann Einzelgeräte oft nur sehr schwer isolieren, was ja eigentlich oft mein Ziel ist. Dann schauen wir es uns mal genauer an. Ja, eigentlich alle dieser Zähler, also erstmal zum Detail für analoge Stromzähler. Ich weiß, sie sind irgendwo Legacy,
aber sie sind immer noch sehr verbreitet. Und jeder, der mal so einen analogen Zähler genauer angeschaut hat, weiß, da dreht sich so ein kleines Rad drin. Und dieses Rad hat einen roten Strich auf dem Rad, der sich dann einmal rumdreht pro oder 75 Mal pro Kilowattstunde zum Beispiel, ist so ein üblicher Wert. So schauen alle Zähler bei mir im Elternhaus aus. Da habe ich recht viel gebastelt. Da seht ihr jeweils auf dem Zählerdisplay vorne dran so eine Papp- oder Plastikplatte und in der Mitte davon ist ein CNY70 reflexiver Infrarotsensor. Das kann man sich so vorstellen wie eine Kamera mit Blitz, die genau einen Pixel fotografieren kann. Und das tut die sehr regelmäßig und wartet darauf, dass dieser kleine rote Strich bei dem Stromzähler einmal durch die Kamera durchläuft. Und dann weiß sie, okay, jetzt wurden wieder 13 Wattstunden an Energie verbraucht. So ähnlich funktioniert es bei fast allen Zählern, die mir bisher je begegnet sind. Unser Gaszähler, das ist da der dritte von links zum Beispiel, hat so ein kleines Spiegelchen auf der Least Significant Digit. Und der Wasserzähler hat ein analoges Drehrad, das auch zur Hälfte spiegelt, sodass man eigentlich überall solche Klicks zählen kann. Es hat natürlich Nachteile. Man ist in der Auflösung beschränkt auf den Wert und hat eben so einen Klick alle 13 Wattstunden zum Beispiel und nicht eine schöne Auflösung über die Zeitachse so einfach. Man muss dann immer ein bisschen mitteln, was gerade bei niedrigen Verbräuchen ein bisschen schwer ist. Und noch ein Problem, das mir aufgefallen ist, als vor einem Jahr, wo diese Balkonkraftwerke ziemlich gehypt wurden, sich mein Vater sowas zugelegt hat. Seitdem dreht der Zähler mittags rückwärts und dann kommt auch hin und wieder dieser rote Strich durch. Das könnte man mit Fancy Signal Processing wahrscheinlich rausrendern, weil diese Scheiben in den Zählern eiern. Das heißt, man kriegt noch viel mehr Informationen als nur den roten Strich. Oder man findet andere Lösungen. Aber falls ihr das basteln wollt oder mir nachbasteln wollt, das ist noch ein ungelöstes Problem. Generell ist es halt eine ziemliche Bastellösung. Man kann allerdings auch einfach den Wert vom Zähler aufschreiben, ist halt viel ungenauer in der Zeitauflösung. Außerdem ist es sowieso ein Legacy-Problem, das sich nicht mehr so lang stellt, nämlich immer weiter verbreiten sie sich, die bösen Smart Meter, die euch eventuell auch irgendwie zumindest technisch den Strom abdrehen könnten. Und die haben eigentlich alle so optische Schnittstellen eingebaut. Man sieht da rechts diese zwei Punkte. Und anhand von denen kann man dann meistens aus diesen Smart Metern sowohl die aktuelle Leistung als auch den kumulierten Tagesverbrauch abfragen. Und dafür gibt es auch fertige Adapterlösungen. Ja, es gibt noch eine richtig, richtig, richtig primitive Methode, um Energieverschwender zu finden. Und das ist Handauflegen. Gerade Netzteile werden gerne warm und damit könnt ihr eigentlich direkt die Verlustleistung des Netzteils messen. Und wenn das Gerät im Standby ist, dann gibt euch die natürlich schon mal sehr viel Aufschluss drüber, ob dieses Netzteil vielleicht relativ grottig ist und man sich mal überlegen könnte, da genauer nachzumessen oder das sogar auszutauschen. Und jetzt, wie schon gesagt, hier ein paar Messmethoden an die Hand. Jetzt noch ein paar Infos, was man vielleicht übersehen könnte. Gut, die Erfahrung zeigt einfach, dass es an vielen Stellen oft ähnliche Sachen sind, die Dauerbelastungen verursachen. Ein großer Verbraucher, der oft unter den Tisch fällt, ist die Heizungspumpe. Klar, ich brauche die Heizungspumpe, vor allem bei einem Haus. Aber das ist doch oft was bei Niedertemperaturheizungen sehr aktiv ist. Da ist jetzt gar nicht unüblich, dass ich am Tag eine Kilowattstunde nur in die Pumpe reinstecke, vor allem wenn es alte, relativ ineffiziente Pumpen sind. Und manchmal leben sie lang, die Pumpen, und wenn du dann eine 15 Jahre alte Pumpe im Keller hast, dann kann man davon ausgehen, dass die aktiv mitheizt in dem ganzen Betrieb. Umwälzpumpen, wenn ich mehrere Speicher daheim habe, ist ähnlich. Die sind auch dann immer wieder aktiv und die laufen im Hintergrund, keiner sieht sie, keiner stört sich daran, aber sie nehmen mir den Strom weg.
Eine Methode, die ich über die Handauflegen-Methode herausgefunden habe, das war der Klingeltrafo. Wir haben den sehr alten Klingeltrafo gehabt im Haus und eigentlich war der nicht mehr aktiv. Und als eines Morgens mal die Sicherung geflogen ist, war ich wieder mal am Sicherungskasten, dachte mir, hey, wo kommt die Wärme her? Und ja, es war der Klingeltrafo, der da mit so guten 5 Watt permanent geheizt hat. Und eigentlich gar nicht mehr in Betrieb war. Und ja, solche kleinen Dinge kann man einfach abschalten, sie stören einem nicht. Was ich in der Wohnung rausgefunden habe, ist, dass mein Glasfasermodem doch mehr zieht, als ich dachte. Ich habe Fiber to the Basement und da ich aktuell der einzige Kunde bei mir im Haus bin, der das nutzt, habe ich einen schönen Power Injector bekommen, der das Gerät im Keller mitversorgt, weil das dort nicht versorgt wird. Und das gute Gerät braucht permanent 15 Watt. Ist jetzt nicht sehr viel, aber es summiert sich über die Zeit halt doch. So, dann kann man noch was aus den Grafiken erkennen. Hier sieht man eine schöne Aufzeichnung, die ich bei mir daheim habe. Das ist einfach eine beliebige Nacht, ist schon eine Weile her. Und man sieht gut meinen Dauerverbrauch, den ich habe, und meinen schönen Kühlschrank. Und dann habe ich mir gedacht, was zur Hölle passiert um 2 Uhr morgens? Ich habe geschlafen, ich habe später dann wieder nachgeschaut und habe mir gedacht, ach, ich habe da mal was eingestellt. Und es war natürlich mein Backup, das zu dieser Zeit gesynkt hat und die Platten ein bisschen beansprucht hat. Es war gut herauszufinden, dass niemand anders in der Wohnung war. Aber ja, solche Sachen übersieht man manchmal gern. Da ich auch über 3 Phasen messe, kann ich sogar noch ein bisschen genauer aufsplitten. Hier sieht man die einzelnen Kurven. Oben die orange Kurve ist das, was wir vorher auch gesehen haben in Summe. Und die 3 anderen Kurven sind die einzelnen Phasen. Da mein Elektriker das sehr brav aufgeteilt hat damals, der das aufgebaut hat, sehe ich auch die Küche einzeln. Das ist das Grüne, wo ich den Kühlschrank am Anfang ein bisschen am Hin- und Herspringen sehe, aber dann aktiv wird. Und auch im Blauen mein Server, der um 1.20 Uhr schon mal irgendwas gemacht hat, wie es ausschaut, und dann um 2 Uhr mit dem Backup gestartet hat. Und unten in der gelben Linie sehen wir auch meine Fritzbox plus dem Injektor für die Glasfaser. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass man das so sieht, aber so auf der rechten Seite sieht man, dass es ein bisschen hoch geht, wenn ich Daten übertrage. Macht wohl doch was aus, auch wenn es nur 100 Mbit waren in der Übermittlung. Gut, dann schauen wir weiter. Ja, und wie vorhin schon versprochen, wer jetzt keine so fancy Stromzangen überall verbauen kann, man kann trotzdem jeden versteckten Verbraucher finden. Und die Methodik dafür ist ganz einfach. Man nutzt so einen Zwischenstecker an allen Verbrauchern, die Teil der Grundlast sind. Das heißt, Dinge, die halt 24/7 laufen. Ihr habt es vorhin an diesem Kühlschrankbeispiel schon gesehen. Der hat eine Hysteresenschaltung, der schaltet regelmäßig an und aus. Das heißt, bei diesen ganzen Betrachtungen ist es immer sehr sinnvoll, sich auf einen längeren Zeitraum von zum Beispiel 24 Stunden zu beziehen und dann nicht mehr die Leistung zu messen, sondern eben die Energie in diesem Zeitraum. Und wenn ihr das jetzt für jeden Verbraucher gemacht habt, der, sage ich mal, Teil der Grundlast ist, dann braucht ihr noch ein Zeitfenster, in dem auch wirklich nur diese Grundlast insgesamt verbraucht wird oder ihr das zumindest hofft. Zum Beispiel über Nacht oder mal über Urlaub, wenn man außer Haus ist, keine Ahnung. Und da kann man einfach davor und danach den Zähler ablesen. Das funktioniert mit einem analogen Zähler genauso gut wie mit einem Smart Meter. Addiert eben diese ganzen erwarteten Verbräuche auf und dann sieht man sehr schnell, ob man irgendeinen signifikanten Verbraucher vergessen hat. Unsere Beispiele von davor können euch dann bei der Suche helfen. Ansonsten einfach mal das Haus durchsuchen, nachdenken. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir an dem Punkt. Ihr wisst von jedem Gerät ungefähr, wie viel Energie das verbraucht. Ihr könnt vielleicht recherchieren oder euch denken, wie viel zu verbrauchen sollte. Was kann man jetzt machen, um Energie einzusparen? Ja,
Da werden wir jetzt euch mal verschiedene Methoden vorstellen mit ihren Vor- und Nachteilen, von Hardware-Austausch über Verhaltensänderungen zu verschiedenen Methoden, die Geräte zu steuern. Gut, dann starten wir mal mit dem Hardware-Austausch. Wir haben es vorher schon gehabt, alte Netzteile sind oft das Ding, man kann oft bei Geräten nur die Netzteile austauschen oder vielleicht auch mal manche Geräte komplett austauschen. Oft kommt es ganz passend, da man sagt, ich möchte da eh was Neues, und wenn man das dann mal durchrechnet und sagt, okay, dieses Serverbauteil läuft 24 Stunden, dann kann sich das oft auch finanziell teilweise wieder auszahlen. Ich weiß, dass es immer schwer ist, vor allem bei Leuten wie uns, sich von alter Hardware zu trennen, die einen über Jahre begleitet hat. Man sieht es immer wieder, welche Sachen hervorgekramt werden. Auch sehr viele schöne Stücke. Aber wenn ihr euch von den Geräten trennt, bitte denkt auch dran, alte Sachen, wie es sich gehört, zu recyceln, damit das Zeug wieder in neue Geräte gesteckt werden kann. Dann, wo wir schon beim Verhalten waren von uns. Wir können auch unser Verhalten ein bisschen ändern. Zum Beispiel Bewegungsmelder. Wenn ich jetzt sage, ich hab einen Hausgang, habe dort viele Schalter, kann ich sagen, okay, ich baue einen Bewegungsmelder ein, denn einmal Licht vergessen, das kann so viel ausmachen, wie ein Bewegungsmelder über Monate an Strom braucht. Ganz davon abgesehen, dass vielleicht meine Leuchtmittel auch nicht ewig halten. Licht generell, ich kann manchmal den Dark Mode empfehlen. Alle, die jetzt mit OLED-Screen uns zuschauen, werden das vielleicht auch sehen. Der Energieverbrauch geht runter, bei dunklen Hintergründen manchmal. Und sonst, wie gesagt, sinnvoll nutzen die Helligkeiten. Generell, das ist eigentlich simpel, Geräte ausschalten, die man nicht braucht. Ich glaube, das sollten alle wissen. Und vor allem die Verhaltensänderung ist ein wichtiger Punkt beim Wasserverbrauch. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich drehe auf mein Wasserhahn, bis warmes Wasser kommt, das sollte ich nicht in der Mittelstellung machen, weil dann lasse ich kaltes Wasser auch weglaufen. Das wird nicht warm, das kalte Wasser, hoffentlich. Lieber dann auf Heißstellen durchlaufen lassen, vielleicht die Hände waschen noch, je nachdem, was man gerade vorhat. Wie gesagt, über Verhalten kann man beim Wasser auch einiges ändern. Gut, und sonst kann man auch noch Sachen steuern. Ja, gerade um diesen Standby-Verbrauch zu eliminieren, der so oft ein Problem ist und eben zur Grundlast hinzufügt, ist es natürlich empfehlenswert, Geräte einfach hart auszuschalten. Die absolut primitivste und ziemlich kostengünstige Lösung dafür ist so ein handelsüblicher Mehrfachstecker. Den ihr da seht, der ist bei mir neben dem Bett mit meinen Handy-Ladegeräten, und dementsprechend ist da dieses kleine Lämpchen, das dran ist, schwarz abgeklebt, sodass auch diese Inconvenience verschwindet. Großes Nachteil, man muss ihn halt auch ausschalten, wenn man ihn ausschalten möchte. Man kann es natürlich vermeiden, indem man mit Smart Home und solchen WLAN-Steckdosen Dinge steuerbar macht, die eigentlich nicht steuerbar sind, und dann genau diese Prozesse aufgrund von verschiedener Logik optimieren. Wenn man das Ganze jetzt noch weiterspinnt, dann kann man auch all diese Dinge automatisieren. Es gibt solche spezialisierten Standby-Killer, die man vor einen älteren Fernseher oder so schalten kann. Und wenn die merken, okay, das Gerät zieht jetzt nur noch 5 Watt oder so, es ist wahrscheinlich im Standby, trennen die automatisch den Strom. Das heißt, man kann es nicht mehr so leicht vergessen. Und Smart Home generell kann man damit natürlich so viel programmieren, wie man will. Nicht nur mit Zwischensteckdosen, sondern auch mit Heizungssteuerungen und allem Möglichen, was halt da anschließbar ist. Da kann man vor allem dann auch noch viele Details optimieren, die über den reinen Verbrauch hinausgehen, was ihr jetzt dann auch noch bei Generierung und Stromnetz sehen werdet. Gut, dann springen wir mal weiter in den PV-Betrieb. Hier sehen wir jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das aufbauen kann. Einmal als Eigenverbrauch und als Volleinspeisung. Wir sehen bei der Eigenverbrauchseite, wir nehmen die PV-Anlage und hängen sie einfach parallel zu unseren Verbrauchern im Haus dran. Wir haben einen Stromzähler in der Regel.
Und dann geht es ins Netz. Eigentlich relativ simpel. Wenn man Balkonkraftwerke baut, dann ist es in der Regel, oder sagen wir mal fast immer, auch dieser Aufbau. Auf der rechten Seite haben wir ein bisschen anderen Aufbau. Wir haben unsere PV-Anlage, gehen durch den Stromzähler, den ersten für die PV-Anlage, gehen dann auf unser internes Netz, wo wir zum einen dann die Verbraucher haben und dann den weiteren Stromzähler, der dann ans Netz geht. Der Vorteil bei diesem Aufbau ist, dass ich rein durchs Rechnen zwischen Volleinspeisung und Eigenverbrauch wechseln kann. Das machen die Energieversorger auch mit. Man kann nicht allzu oft wechseln, weil man die saisonalen Effekte nicht ausnutzen darf. Aber wenn man noch nicht weiß, okay, lohnt sich diese Volleinspeisung zum Beispiel in einem Jahr noch, dann kann man so aufbauen und sich später immer noch umentscheiden. Eigentlich, es ist relativ simpel für den Eigenverbrauch. Das lohnt sich aufzubauen, wenn man den Strom auch verbrauchen kann. Wenn ich jetzt weiß, ich bin während der Hauptzeiten nicht daheim oder ich kann die Energie nicht verbrauchen. Ich habe so viel auf dem Dach, das bringe ich niemals weg und ich habe keine Batterie zum Beispiel als Speicher, dann kann man sich immer die Voreinspeisung anschauen. Das ist immer ein bisschen individuell, denn auch die Vergütung ist individuell zwischen den beiden Tarifen. Gut. Dann schauen wir uns mal an, wie das so im Gesamtnetz ausschaut. Das ist von letzter Woche eine Grafik, wie wir Strom erzeugen. Ganz kurz, was sehen wir hier? Das ist die gesamte erzeugte elektrische Energie in Deutschland. Wir sehen auch später noch was zu den Werten, aber wir sind hier ungefähr so bei 80 Gigawatt in der Regel im Peak, die wir erzeugen. Ganz unten haben wir Biomasse, dann Wasser, Wind Offshore, Wind Onshore und das große Gelbe ist natürlich die PV-Anlage. Hier sehen wir halt die großen Peaks. Es war sonnig, wir alle merken es gerade, es ist nicht wirklich kalt. Dann stellt sich die Frage, wie kann ich das nutzen? Es ist wenig verwunderlich, wenn die Sonne voll scheint, wir brauchen die Energie oft nicht. Wenn die Sonne am höchsten steht. Deswegen lohnt es sich, wie zum Beispiel ich daheim gemacht habe, die Batterie, die auch vorhanden ist, also ist jetzt nur relevant für alle, die einen Heimspeicher haben, nicht am Morgen aufzuladen. Oft die Standardeinstellung ist, ich habe PV-Überschuss, ich schiebe es in die Batterie, fertig. Wenn ich aber weiß, okay, es ist Sommer, ich brauche die Energie zwar in der Nacht, aber sonst brauche ich sie nicht so stark am Tag über, dann kann ich das auch verzögern. Ist oft ein bisschen eine Bastellösung bei manchen Wechselrichtern, die das unterstützen, aber es ist eine Möglichkeit, das zu tun. Und jetzt habe ich im Endeffekt die Schaltung so, dass in der Mittagszeit und eigentlich keiner Lust auf den ganzen Solarstrom hat im Netz, nehme ich einfach weg und schiebe ihn bei mir in die Batterie. Und am Morgen, wenn die Leute aufstehen, wenn der Bedarf höher ist als das, was wir vor allem erneuerbar generieren können, speise ich es ins Netz mit ein. Eine ähnliche Schaltung ergibt sich auch noch für die Batterie. Man muss die Batteriekapazität im Sommer in der Regel nicht voll ausschöpfen. Wenn ich sage, ich habe eine Batterie, die hält mir im Winter auch die ganze Nacht durch, dann wird sie das im Sommer locker durchhalten. Dann kann ich auch entscheiden, je nach Steuerung, die ich habe, dass ich sie nicht von 0 auf 100 fahre, weil oft die Grenzen chemisch anspruchsvoller für die Batterie sind. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, welchen Batterietyp man nimmt. Also das ist nicht für alles gültig, aber für die modernen Systeme, die man aktuell so bekommt, ist das der Fall. Gut, dann gehen wir mal auf was rein. Dynamische Stromtarife. Kurze Frage an die Runde. Wer hat davon schon mal was gehört? Das ist deutlich mehr, als ich erwartet habe. Und nächste Frage, wer nutzt sie? Hey, das sind immer noch einige. Gar nicht schlecht. Im Endeffekt, was wir hier sehen, ist die Preiskurve. Und wichtig bei dieser Preiskurve ist, unten ist nicht null. Unten ist minus 200. 200 in dem Fall Euro pro Megawattstunde, beziehungsweise in dem Fall unten die Unterkante sind minus 20 Cent. Das ist der Strombörsenpreis, den wir hier sehen. Ich glaube, das habe ich auch von letzter Woche genommen, wenn ich mich nicht täusche. Und die Spitzen. Montag, Dienstag, über 15 war. Kann sein. Ich habe jetzt hier leider das Datum unten abgeschnitten, aber kann gut hinkommen.
Das Wichtige ist, diese Spitzen nach unten, das sind die Solarzeiten. Also wenn die PV-Anlagen gut runterheizen von den Dächern, was wiederum bedeutet, im Endeffekt geben euch Erzeuger den Strom und Geld dafür. Was man immer bedenken muss, ist, wenn man solche Tarife hat, es kommen auch noch Netznutzungsgebühren drauf. Also man bekommt jetzt nicht wirklich, in dem Falle manchmal 12 Cent, aber man bezahlt dann für den Strom vielleicht in den Zeiten 5 Cent pro Kilowattstunde, wenn man einen guten Tarif hat. Das gab es früher auch schon mal, vielleicht kennt ihr es von euren alten Zählern, HT- und NT-Tarife. Früher war nämlich das Problem, wir hatten primär Atom- und Kohlestrom zu sehr großen Teilen und das sind sogenannte Grundlastkraftwerke. Das heißt, die laufen am besten oder bringen theoretisch am besten Geld rein, wenn sie einfach durchgehend laufen. Da Menschen aber in der Regel nicht nachtaktiv sind, haben wir am Tag einen höheren Bedarf. Deswegen wurde es früher so gehandhabt, dass der Strom während der Nacht billiger ist und am Tag ein bisschen teurer. Ist heutzutage, ehrlich gesagt, ein bisschen veraltet. Ich persönlich hoffe, dass das vollständig durch die dynamischen Tarife abgebildet wird und dass sich das HT-NT mit den fixen Zeiten ein bisschen aufhört. Wir werden sehen. Auch da, glaube ich, sind die Smart Meter ein sehr großer Punkt. Wir haben jetzt viel über den Sommer geredet und angeschaut. Das Gleiche gilt aber natürlich auch im Winter. Im Winter habe ich hier mit dem großen blauen Block, wie man hier sieht, unsere Windkraft. Und die Solar ist jetzt, ja, sagen wir mal, vernachlässigbar in dem Beispiel. Das Angenehme am Wind manchmal ist, der ist Tageszeiten relativ unabhängig. Das bedeutet, der kann auch mal gut die Nacht durchwehen. Aber in der Nacht, wir haben weder die Möglichkeiten, aktuell so viel Energie zu speichern, noch sind die meisten unserer Leute nachtaktiv. Deswegen ist auch hier oft die Situation im Winter, dass der Strompreis auf Null fällt. Er wird in der Regel nicht negativ im Winter. Es hat ein bisschen was mit dem Markt zu tun und dass die Anlagen dann einfach abgestellt werden, statt einen negativen Preis zu erzeugen. Aber das ist eine der Sachen, die man sieht. Wenn ich jetzt eine Anwendung habe und sage, ich will meine Wäsche, mein Elektroauto, wie auch immer, irgendwann mal in Betrieb nehmen und nutzen, dann kann ich sagen, okay, ich weiß, der Wetterbericht sagt, es wird die nächsten paar Nächte windig, dann stecke ich das in der Nacht an und zahle einen deutlich niedrigeren Preis für meine Energie. Und immer wenn man diese Freiheiten hat, das zu nutzen, dann lohnen sich diese Tarife besonders. Hier sehen wir es auch noch mal kurz in dem Beispiel, wo die Erzeugung und die Preise übereinander gelegt sind. Ich glaube, das war ein Wochenende hier drin. Am Wochenende ist es sehr extrem, weil die Industrie deutlich inaktiver ist, das Gewerbe auch. Also wer am Wochenende tagsüber an einem sonnigen Tag Strom verbrauchen will, da hat man es in der Regel sehr günstig. Gut, dann schauen wir das Ganze mal an, wie man das bewerten kann. Kurze Zwischenfrage noch. Wer sieht denn jetzt Potenzial und würde sich überlegen, sich mal so einen dynamischen Stromtarif zuzulegen? Ja, immerhin ein paar. Der einen hat, scheinbar nicht. Gut. Dann, wenn man sich jetzt diverse Maßnahmen überlegt hat, bevor man rausrennt und alles mögliche umsetzt, erstmal noch ein paar Bewertungsmöglichkeiten. Die Ökobilanz ist vielen von uns wahrscheinlich sehr wichtig, weil wir wollen nicht, dass unser Strom unser Stromverbrauch zum Ausstoß von CO2 sorgt. Die ganzen Probleme kennen wir hoffentlich alle. Und dementsprechend schaut man natürlich bei den Stromanbietern drauf, ja, hier CO2-neutral, pipapo. Sollte man aber immer ganz genau schauen. Es gibt nämlich ein sehr häufiges Problem, dass Strom doppelt als grün verkauft wird. Einmal bei der Erzeugung, wo er tatsächlich grün ist, zum Beispiel in Norwegen, regional, wenn ich eine Wasserkraft ums Eck habe oder das meinem lokalen Versorger gehört und von dem Strom kauft, dann vermarkten die das als grün, weil es kommt aus Wasserkraft, passt. Aber man kann in der EU dafür natürlich die CO-Zertifikate verkaufen an anderen nicht grünen Strom, der dann aber auch als grün verkauft wird. Und dementsprechend schaut euch die Anbieter genau an, schaut euch bei
Versorgern, denen Wasserkraft selber gehört, an, ob die ihre Zertifikate dafür auch selber halten. Einfach mal nur als kleiner Hinweis am Rande. Ansonsten ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir alle Menschen sind. Zum Thema Licht ausschalten zum Beispiel, wir sind gestern Nacht viel zu spät übermüdet ins Hostel gekommen, dachten uns, welche Vollidioten haben in dem Zimmer da oben das Licht angelassen. Tja, waren wir selber. Dementsprechend kalkuliert sowas ein, eure eigenen Fehler. Es ist nicht sinnvoll, keinen Bewegungsmelder zu haben, weil der einen Standby-Verbrauch von einem halben Watt hat und dafür einmal das Licht zu vergessen, weil über Zeit gerechnet lohnt sich das einfach nicht. Dementsprechend, wie schon gesagt, immer über lange Zeit rechnen und einfach ein bisschen den Faktor Mensch mit einkalkulieren und es euch selbst nicht allzu schwer zu machen. Genau den gleichen Punkt kann man auch zur Wirtschaftlichkeit sagen. Wenn ich einen alten 4:3 Monitor habe, der noch VGA hat, um damit meine Server aufzusetzen, der zieht aber 80 Watt, für die 20 Minuten im Jahr Nutzung oder was auch immer, ist das vollkommen okay und wäre völlig verschwenderisch, da was Neues anzuschaffen. Der wichtigste Punkt sind immer Dinge, die dauerhaft laufen. Und wenn man einfach alles immer auf ein Jahresmittel rechnet, ein realistisches, dann kann man Geld sparen, weil 5 Watt im Jahresmittel sind 13 Euro im Jahr und das summiert sich dann doch auf Dauer. Genau, das war's dann fast. Gut, dann fassen wir noch mal was kurz zusammen. Also, man kann mit den einfachsten, die Hände haben wir hier, mit auch bis zu den schwersten Mitteln, die man lieber nur als Elektriker einbauen sollte, was optimieren. Man findet immer irgendwas. Also ich habe von keinem gehört, der gesucht hat und gar nichts gefunden hat. Es macht auch oft immer Spaß, das ein bisschen durchzusuchen. Ich habe es von mir daheim gemacht, ich habe den induktiven Sensor eingebaut und dann bin ich einmal durchs Haus gegangen, als niemand da war und habe Stück für Stück die Sicherungen rausgemacht und geschaut, wo ist jetzt Leistung abgefallen, die ich nicht erwartet habe. Und das war bei mir zum einen ein Garagentor, das mit Funk bedient ist und zwei Rollläden, die auch Funkmodule hatten und die auch jeweils 2 Watt gezogen haben, nur dafür, dass sie bereit sind, Funksignale zu empfangen. War ganz nett, irgendwann habe ich nur den Fehler gemacht, den Router auch mit auszuschalten und dann ging meine Messung nicht mehr. Da muss man immer aufpassen bei sowas. Aber ja, ein paar Minuten später ging es dann weiter. Wir haben vorher schon die Lösungen durchgeschaut. Ich bin mir sicher, ihr habt sehr viele Lösungen, wie man Sachen optimieren kann, auch noch fernab von dem, was wir hier vorgestellt haben. Tauscht euch untereinander aus, redet mit Leuten, das ist immer was Schönes. Und wir haben es ja auch gerade gesagt, vernünftig und mit Bedacht. Man sollte niemanden drängen, irgendwas zu optimieren, wenn man das nicht möchte oder wenn man sagt, hey, ich weiß, das braucht zwar 10 Watt dauerhaft, aber ich möchte das, ich brauche das, aus welchen Gründen auch immer. Wenn sich die Leute dessen bewusst sind, ist es in der Regel auch okay. Und auch, ich weiß, wir sind hier eigentlich, finde ich, eine relativ informierte Bubble, was sowas angeht. Aber tragt die Infos auch hinaus zu anderen Leuten. Ich glaube, alle sind froh, wenn du sagst, hey, hier bei meiner Tante, bei meinem Opa, ich habe hier ein Netzteil gefunden, das 20 Watt im Dauerlauf zieht. Das ist ein 50er im Jahr. Ich glaube, um das sind alle froh. Ja, gut. Dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass ihr schon mal da wart. Und ich hoffe, ihr habt noch ein paar Fragen an uns oder Ideen. Ja. Vielen Dank für den spannenden, tollen Vortrag. Wo gibt es denn Fragen? Bitte melden. Einmal da, ich komme gerade zu dir. Hallo, danke für den Vortrag. Habt ihr Erfahrungswerte, wie das ist? Also ab wie viel Watt verbraucht man jetzt das wirklich mit der Hand merkt bei so einem Netzteil? Also man merkt schon bei, ich sag mal, es kommt natürlich immer darauf an, wie groß das ganze Ding ist, aber so ein Laptop-Netzteil, wenn das, sag mal, 2-3 Watt absondert an Hitze, dann merkt man das schon deutlich, wenn das eine Weile liegt. Wenn man sowas rausfinden will, dann ist auch oft gut, wenn du es
jetzt nicht wirklich auf den Metalltisch legst zum Beispiel, dann führt er das ganz leicht ab. Aber wenn das irgendwo verbaut ist oder so, also ich sag mal, in einem Kabelgewulst drin ist, dann merkt man das schon relativ früh. Mhm, danke. Noch weitere Fragen? Ja. Als kleiner Denkanstoß, ich habe mal bei mir irgendwann meine Monitore durchgemessen, weil ich sehr alte Monitore habe, die ich mir mal zusammengesammelt habe. Und habe dabei leider feststellen müssen, dass wenn man die ausmacht an ihrem Knopf, dass die immer noch die volle Leistung von 60 Watt oder so gezogen haben. Also so da habe ich dann halt eine automatische Schaltung mit Home Assistant gemacht und bin jetzt super glücklich, weil die halt nichts mehr verbrauchen fast. Das sind immer die gemeinsten. Die sagen, sie sind aus, aber sie nehmen trotzdem den Strom. Ich würde mal wissen, was ihr zu Zeitschaltuhren sagt. Gut, schlecht. Ihr habt es ja mit den Sensoren schon angesprochen, dass die auch natürlich was ziehen. Aber was sagt ihr zu Zeitschaltuhren? Ja, die wollte ich eigentlich erwähnen. Die sind natürlich die primitivste und günstigste Form der Heimautomatisierung und können bei sowas super helfen. Wenn es sinnvolle sind, brauchen die selber fast nichts. Du kannst dir nur überlegen, ab wie viel Energie du da reinstecken willst, sich dann doch ein volles Smart Home System lohnt. Ja, erstmal diese Bastelei mit dem Ferraris-Zähler, das habe ich auch mal irgendwann gemacht. Leider kam genau dann im Moment das E-Werk und hat mir das ausgetauscht. Ich habe da einfach eine Maus draufgeklebt, eine optische Maus, weil die ja auch die Rechts-Links-Drehung erkennt. Also prinzipiell ging das, aber nicht gut. Dann noch eine andere Geschichte, das ist, habe ich letztens leider bei Nachbarn gesehen, das ist diese berühmte Speicherbeleuchtung, wo dann natürlich nicht gegen Energiesparlampen ausgetauscht wird, weil macht man ja nur für 5 Minuten an, halt blöd, wenn man es vergisst. Ne? Das brennt dann auch mal monatelang. Ja, ich glaube, das war's. Hallo, also auch von mir danke für den Talk. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr extrem im Thema Smart Home unterwegs und will gerade Folgendes zu sagen. Zum einen das Thema mit dem Zähler, rechts-links drehen, einen 8 Euro ESP32 mit einer Kamera und einer Software, die in Home Assistant unterstützt wird, liest nicht nur das Drehen aus, sondern sogar die kompletten Zahlen und kann die permanent als MQTT-Nachricht zum Beispiel übermitteln. Das andere, was die Bewegungsmelder betrifft, es gibt Bewegungsmelder auf Basis von Zigbee, die kommen mit einer CA2032-Knopfzelle aus, die verbrauchen keine 0,5 Watt, sondern die halten mit der Batterie 2 Jahre, je nachdem. Manchmal auch, also ich habe einen, der läuft schon seit 4 Jahren mit einer Knopfzelle. Klar, die Dinger haben eine Ökobilanz, weiß man nicht so genau, das ist aber auf jeden Fall besser als alles andere, was den Strom betrifft. Generell Heimautomatisierung mit Home Assistant, Handynetzteile sind wirklich nicht zu vernachlässigen. Deswegen, wenn ich Home Assistant einsetze, kann ich zum Beispiel sagen, ich kann den Akkustand von meinem Telefon, was da eben dranhängt, messen und dann die Funksteckdose gleich ausschalten. Und das heißt, wenn das Ding dann unter 80% fällt, weil es hat ja immer noch im WLAN drin, oder ich ein Gerät habe, was permanent geladen sein soll, kann ich die Steckdose wieder einschalten. Damit habe ich extrem niedrigen Verbrauch. Aber ich bin auch ein Extremfall in dem Fall, weil ich sehr, sehr, sehr viel automatisiere. Also Dinge, die auch andere Leute niemals automatisieren würden. Das denkt man sich, dass andere das nicht machen und dann ist man auf der GPN. Ich habe an der Toilettentür zum Beispiel einen Sensor, ich habe am Toilettenfenster einen Sensor und ich habe sogar am Deckel einen Sensor, der mir Dinge erlaubt, die... Ja, man kann sich mal drüber nachdenken, was man machen könnte. Es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall witzig. Vor allem, wenn man Haustiere oder eine Katze hat, das habe ich bei einem Kollegen umgesetzt, dass der Hund nicht aus der Toilette trinkt. Das heißt, wenn jemand das Ding oben lässt, den Deckel oben lässt und die Tür offen bleibt, dann ruft einem dann der Sprachassistent nach, zu wegen, bevor dein Hund aus der Toilette trinkt, mach den Deckel zu. Es ist Spielerei, aber es ist, wie gesagt, ich bin extrem in dem Bereich und ja. Genau, man kann den Faktor Mensch halt auch komplett wegrationalisieren. Nein, man muss ja immer noch hinlaufen. Noch. Nächstes Projekt.
Ja, ich hätte auch noch eine kleine Anmerkung zum Thema Verbraucher, die man nicht erwartet. Das ist nämlich auch so ein Ding, Steckdosenleisten brauchen nämlich tatsächlich auch eine nennenswerte Menge Strom, weil in diesen Schaltern, das sind in der Regel keine LEDs, sondern Klimmlampen. Und das verbraucht tatsächlich ein paar Wattstunden am Tag und bei einem Haufen Leisten summiert sich das. Von daher jetzt, wenn man gerade an Stellen, wo man den eh nicht benutzt, vielleicht besser eine Leiste ohne Schalter nehmen. Man kann die Klimmlampe ausmachen. Okay, das sind dann die Optimierungen der Steckdosenleisten. Ja, also ich habe auch noch zwei Anmerkungen. Also zum einen das Handauflegen ist sicher ein sehr guter Tipp, aber gerade wenn irgendein Gerät mit Akku dranhängt, sollte man vielleicht noch mal kurz schauen, ob es im Standby-Modus vielleicht auch gerade lädt. Weil nicht, dass man sein Netzteil wegwirft und bald es warm geworden ist, aber das Gerät lädt halt gerade einfach nur. Und genau, die andere Anmerkung zu so eingebauten Geräten wie Herd, irgendwie sowas. Man kann auch immer schauen, was die für eine Nennleistung haben und dann halt sagen, ich koche eine halbe Stunde. Dann hat man auch eine gewisse Energie, muss natürlich immer bedenken, die Nennleistung ist halt meistens das, was er maximal liefern kann. Also das heißt, wenn ich ihn nur auf der Hälfte betreibe, so, aber bringt Pi mal Daumen auch schon ein bisschen was, um mal eine Vorstellung zu haben, was da vielleicht für einen Verbrauch vorliegen könnte. Super, gibt es noch Fragen oder auch noch weitere Anmerkungen? Ja, eine Frage noch. Ja, erstmal schönen Dank für den tollen Vortrag. Hat wieder einige Ideen wachgerufen. Ich habe gerade gehört, mit diesem Stromverbrauch von den Steckdosenleisten ist ein Aspekt, den ich noch gar nicht ins Auge gefasst habe. Da in dem Zusammenhang ist mir eingefallen, dass zum Beispiel ein Elektroherd, der hat ja auch so eine Schaltuhr drin oder eine Uhranzeige, die man eh nie beachtet. Wie kann man da Dinge auskriegen oder abschalten, ohne dass der Herd oder dass der Herd weiterhin funktioniert? Das ist ja immer die Problematik. Ne? Wenn die Uhr blinkt oder so, wenn man Stromausfall ist, funktioniert der Herd nicht. Ich muss sie erst wieder aktivieren, damit sie irgendwas anzeigt. Aber ganz abschalten, das wäre doch, glaube ich, die beste Möglichkeit. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Muss ich jetzt sagen, habe ich persönlich noch nicht gemacht. Ich würde sagen, bei alten Herden kann man es wahrscheinlich wirklich intern irgendwo abstecken. Bin ich aber jetzt noch nicht so drin. Und ich hoffe einfach, dass die neuen Herde das sehr effizient machen. Weil eigentlich braucht so eine Anzeige ja eigentlich wenig Strom. Aber etwas schon. Ansonsten geht natürlich die gleiche Totschlaglösung, den ganzen Herd zu killen. Aber jedes Mal die Sicherung rausnehmen, ist, glaube ich, nicht so ganz in der Spezifikation des Sicherungsautomaten und dir hoffentlich viel zu blöd. da der Herd fest angeschlossen ist, wie vorhin schon erwähnt, automatisieren darfst du selber nicht, außer du hast halt Elektrikerfachkenntnisse. Auch noch eine Anmerkung von mir. Mikrowellen mit Uhranzeige, die können ganz schön was verbrauchen. Also meine hat 3 Watt gebraucht. Okay, noch die letzte Frage. Wer möchte noch? Oder sind alle Fragen geklärt? Ansonsten seid ihr ja wahrscheinlich auch noch hier erreichbar für alle weiteren Fragen und Anmerkungen. Dann vielen Dank für diesen Vortrag und vielen Dank für diese guten Fragen auch. Eine schöne Zeit noch.